Die beiden Prinzipien Leben oder Richtig-Falsch. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, sorgte er für seine Speise, die zur Erhaltung seines Lebens diente. Er überlegte sich auch, wie der Mensch seine Lebensweise ausüben sollte. Gott benutzte zwei Bäume, um in einem Gleichnis zu uns zu reden, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ist wichtig zu wissen, dass es beim Christsein nicht darum geht, sich einem Maßstab entsprechend zu verhalten, das Gesetz oder menschliche Moral zu erfüllen, sondern es geht um Leben. Bevor wir etwas tun oder sagen, können wir die Frage stellen, was sagt unser inneres Leben? Ist das Leben in uns stark und wir fühlen uns innerlich wohl? Dann können wir etwas Bestimmtes tun. Ist es jedoch kalt und zieht sich zurück, dann tun wir es besser nicht. Weil der Standard des Lebens noch höher ist als der des Guten, achten Christen darauf, dass sie nicht nur das Böse, sondern auch das lediglich Gute abweisen. Watchman Nee erzählte, dass er zu Beginn seines Dienstes für den Herrn mit einem Bruder zusammenarbeitete, mit dem es beständig Meinungsverschiedenheiten gab. So sehr Watchman auch dagegen anging, er gab niemals nach und entschuldigte sich, dass er 2 Jahre älter war als Watchman. Schwester Margaret Barbers Rat war, du solltest tun, was er sagt. Watchman hatte zu jener Zeit noch keine Disziplin gelernt und gab seinem Ärger freien Lauf. Doch Margaret wies ihn darauf hin, hast du erkannt, was das Leben Christi und was das Kreuz ist? Du bestehst auf der Richtigkeit der Sache, aber ich bestehe auf dem Leben des Kreuzes. Nach der Vernunft ist zwar alles richtig, aber ich möchte wissen, wie du dich innerlich fühlst. Was ist deine innere Empfindung? Watchman Nee konnte nur noch bekennen, dass er zwar der Vernunft nach Recht hatte, aber nach dem inneren Leben im Unrecht war. Bei der Verklärung von Jesus waren auch Mose, der für das Gesetz, und Elia, der für die Propheten steht, anwesend. Doch Gott sagte zu Petrus, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Matthäus 17. Was zählt ist, ob das göttliche Leben in uns mit etwas einverstanden ist oder nicht. In der Bergpredigt lehrte uns der Herr Jesus, die linke Wange ebenfalls hinzuhalten, wenn jemand auf die rechte schlägt. Das bedeutet, dass wir in unserem Herzen keinen Hass haben und dass wir die Behandlung ein zweites Mal ertragen können. Gottes Leben in uns ist demütig und kann auch die andere Wange für einen weiteren Schlag hinhalten. Das ist der Weg des Lebens. Es ist unwichtig, wie sehr wir von einem Bruder oder einer Schwester beleidigt worden sind. Wenn wir jedoch für ihn oder für sie beten, werden wir innere Freude erfahren und das Leben Gottes in uns ist zufriedengestellt. Watchman erzählte, dass er einem bedürftigen Bruder, der sehr arm war und Hilfe brauchte, Geld gab, obwohl er selbst nichts übrig hatte und es für ihn ein großes Opfer war. Als er das Geld gab, fühlte er sich innerlich schlaff und eine Stimme in ihm sagte, »Du hast es nicht im Leben, sondern in dir selbst getan.« Gott wollte das nicht. Watchman Nee musste vor Gott seine Sünde bekennen und ihn um Vergebung bitten. Entscheidend ist, dass wir nach der Leitung, die der Herr uns innerlich vermittelt, leben und in allem das Sprechen Gottes in uns suchen.
dann wird auch spontan das innere Licht scheinen. If upon Christ in spirit I feed, filled with his life I'll be. The tree that glorious Christ does show, has living food to man supplied, that he God's riches may enjoy, thus to be satisfied. God is in Christ to be my supply. God is the Spirit nourisheth me. If upon Christ in spirit I feed, filled with his life I'll be. Spirit to supply, that with God's riches he be filled, holy to be thereby. God is in Christ to be my supply. God as the Spirit nourisheth me. If upon Christ in spirit I feed, filled with his life I'll be. The Christ of glory is my life. He is the Spirit with God be fully blent, and in his image shine. God is in Christ to be my supply. God as the Spirit nourisheth me. If upon Christ in spirit I be, filled with his life I'll be. I would exalt his glorious Christ, ever the Spirit I obey, making his glory fully known, filled with his grace for aid. God is in Christ to be my supply. God is the Spirit nourisheth me. If upon Christ in spirit I feed,